Moin und hallo, willkommen zurück zu Staxel. Ich bin jetzt noch auf dem Rückweg und muss noch ganz schnell ein bisschen was kochen, damit ich hier noch ein bisschen was fertig machen kann. Dann werde ich die Sachen dann nur nochmal rausnehmen. Die hätte ich auch auf dem Markt verkaufen können, das wäre natürlich einfacher gewesen. Weil die Sachen an der Versandstation, ich glaube, oder bin mir nicht sicher, ich hoffe mal, dass das nicht das beeinträchtigt, dass ich das halt in Massen verkaufen kann. Dass ich dann ordentlich Geld zusammenkriege, um die Sachen zu machen. Und gleichzeitig dann aber auch halt nicht den Marktpreis drücke. Zumindest so der Gedanke. So. Dann kochen wir das noch schnell. Ah, es wird noch einen Moment dauern jetzt hier. Oh Mann. Dann kann ich das noch verkaufen. Dann kann ich noch die Einrichtung als nächstes bestellen. Dann für Farmfan. Da muss ich aber noch gucken, was ich da genau brauche. Ich glaube auch eine Badewanne oder so dann, ne? Gehe ich mal von aus. Ich will da auch noch einen Garten hinbasteln und einen Baum werde ich dann noch pflanzen. Muss ich mal gucken, dass ich das noch hinkriege. Bisschen Deko fehlt dann da noch. Da muss ich mich da ein bisschen anhalten. Ich will ja bei Emilia eigentlich auch noch ein bisschen was machen. Da will ich eigentlich einen richtigen Baum hinpflanzen, einen großen Baum. Oder ich muss da selber einen basteln. Da muss ich mal gucken. Ich wollte ihn dann eigentlich mit ein bisschen ins Haus integrieren. Dass Emilia dann noch ein bisschen was hat, aber das habe ich so nicht geschafft, weil ich da auch noch nicht das Geld für hatte. Das geht jetzt erst, weil ich ja ein bisschen was hingekriegt habe zu Weihnachten, beziehungsweise zur Winterzeit jetzt hier. Dann konnte ich nämlich ordentlich Rüben ernten. Und es hat zum Glück viel geschneit. Dann war das kein Problem. So, rote Beetesuppe. Die Milch kann ich hier noch hinsetzen und ich brauche noch 4 Dingens. Habe ich jetzt hier noch die Samen fertig? Da, 18. Die muss ich jetzt noch hier raufhauen. Keine Kartoffeln. So, dann kommen die hier noch drauf. Das ist ein bisschen knapp, muss ich zugeben. Habe ich noch irgendwas zum Einpflanzen hier? Nee, leider nicht mehr, ne? Ist das Feld nicht mehr ganz voll? Das ist ein bisschen doof. So, 6 Stück habe ich jetzt hier noch. 4, 6 Samen, dann, ne? Mhm. So, jetzt habe ich hier noch die goldene. Die goldene Rübe kommt hier noch hin. Okay, habe ich denn noch irgendwelche Samen, die ich noch einpflanzen kann? Ich brauche noch 5 Stück. 5 Stück könnte ich noch, Denk nach, denk nach, denk nach. Ne, ich habe hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Was ich noch einpflanzen könnte. Zwiebeln habe ich alle. Ne, warte mal, Zwiebeln kann ich noch rausnehmen hier. Komm, gib mir nochmal 1 oder 2 Zwiebeln hier raus. Die verarbeite ich gerade nochmal. Ich brauche 5 Samen. So. Komm, gib mal 5 Stück raus. Den Rest verkaufe ich. 4. Oder 5. Komm, 5. 3, nein, 5. Oh, ich komme, einer geht noch. Sehr gut, perfekt. Dann kommt das jetzt hier noch in den Verkauf. Das kommt da rein, das kommt da rein. Okay. Oh. Das haue ich jetzt hier noch aufs Feld. Das Feld nämlich wieder voll. Das ist wichtig. So, sehr gut. Und dann muss ich jetzt ganz schnell noch die Steckrüben haben. Gib mir nochmal 5 Stück. Nee, wie brauche ich? 4 Stück, ne? Okay, und dann kommen die wieder zurück. Dann werde ich das noch schnell verarbeiten. Ich glaube, ich schaffe das noch. Ich bin mir nicht sicher. Das wird ein bisschen knapp jetzt mit der Zeit. Ich würde es gerne noch schaffen und dann noch verkaufen. Wenn ich noch 10.000 zusammenkriegen würde, wäre das natürlich toll. Kann sich dann schon sehen lassen. Mitternachtskochen hier sozusagen noch ganz spät. So. Braucht natürlich wieder extra lang. So, jetzt schnell kochen. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, wa? Zu spät. Nee, kann ich nicht mehr machen. Okay. Schade. Einmal noch kochen. Das muss reichen. Jetzt gehe ich ins Bett. Jetzt falle ich gleich um hier. Dann liege ich im Kochtopf. Das wäre nicht so toll. So. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Maya hat mir schon was mitgebracht. Wow. Maya war ja fleißig dann, wa? Das kann ich noch mitnehmen. Es war kalt jetzt, aber die Suppe, aber egal. Bäm.
Das kommt da gleich rein. Morgen, Maya. Du hast mir das mitgebracht. Was ist denn? Oh, noch ein Sessel. Dankeschön. Immer mehr Möbel hier. Wow, ich brauche mehr Platz. So. Gucken wir mal, was Ro so macht. Morgen, Ro. Na, du bist fröhlich. Das ist schön. Du bist auch fröhlich, Sunshine. Ja, ne? Schön ein Ei gelegt. Dankeschön. So, na, ihr beiden. Morgen. Ach, Wasser habe ich ja noch nicht gekauft. Habe ich Wasser nicht gekauft? Nee, ich habe zu wenig Wasser gekauft. Das habe ich vergessen. Einmal Milch, bitte. Ich gehe mal für euch gleich noch Wasser kaufen. Dankeschön. Macht's gut, ihr beiden. Das muss ich auch endlich mal umbauen. Ich muss mal gucken, ob ich so ein bisschen, naja, Billigware hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber einfaches Bauholz kaufen kann. Dass ich dann, die Scheune noch bauen kann. Wobei, ja, Scheune eigentlich aus Holz, aber vielleicht kann ich sie auch Stein bauen. Ich weiß noch nicht. Aber Holz finde ich, glaube ich, cooler. Rotes Holz muss es sein. Muss ich mal gucken. Problem ist nur, ich muss die Kühe umschichten dann. Das ist ein Problem. Wie mache ich denn das dann? Aber ich will die nicht umschichten. Ich will das ein bisschen anders machen. Oder ich muss die Scheune woanders hinsetzen. Das ist jetzt die Frage. Aber die Hühner, hätte ich gesagt, mache ich hier in die Ecke, weil da nicht so viel Platz gebraucht wird. Oh je, ich weiß es nicht genau. Die Scheune hätte ich schon gerne da in der Ecke, ne? Irgendwie, oder? Oder nicht? Jetzt bin ich noch hin und her gerissen, muss ich zugeben. Weil da ist halt genug Platz wegen der Bäume, ne? Das heißt aber, ich müsste euch eigentlich umpacken. Ich muss mal gucken, wie teuer diese Kisten sind. Diese Transportkisten. Wenn die nicht billig sind, dann lasse ich das lieber. Da muss ich nochmal schauen. So, Kacke. Ich habe langsam so viel Kacke. Ich müsste echt gucken, dass ich eigentlich mal die verarbeiten kann. Das kann ich so direkt verkaufen. Das kann ich noch verarbeiten. Warte mal, gib mir nochmal zwei davon. Und dann zurück ins Regal damit. So, das machen wir noch fertig. Die Milch kann ich hier noch hinsetzen. Und was wollte ich denn noch machen? So, das ist auch fertig. Das kommt hier hin, wird noch gekocht. Wasser wollte ich noch holen. Genau, das Ei kann ich gleich noch kochen. Dann haue ich das auch gleich noch raus. Ich hätte auch noch gerne die anderen Stationen, muss ich zugeben. Hier, aber es ist halt im Haus einfach zu eng. So. Der 7. im Frühling. Wir haben echt schon Mitte des Monats. So. Okay, dann hauen wir die Suppen hier noch raus. Da rein. Das Ei noch da rein. Den Honig noch da rein. Okay, fast 2500. Ja, immerhin. Kann sich doch sehen lassen. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich erstmal zu Farmfans Haus das nochmal umbauen. Wow, Mangos. War das nicht auch ein Mangobaum? Eine sehr farbenfrohe Frucht, das stimmt. Mangos. Was konnte ich denn mit Mangos noch anfangen? Gar nichts, ne? Torte. Butter müsste ich noch herstellen bei Gelegenheit. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Kann ich die Mangos erstmal nur so verkaufen, ne? Wobei. Ja, doch, komm. Ich hole die Mangos erstmal raus. Passt schon. 400 knapp sind die wert, okay. So, dann muss ich jetzt Farmfans Haus nochmal umbauen. Hab ja sonst nichts zu tun. Ich brauche noch Parkettboden. Wie viel brauchte ich noch? 10, ne? Das müsste reichen, glaube ich. Dann nehme ich nochmal 10 mit. Dankeschön. Mach's gut. Und dann muss ich auch nochmal gucken. Ich muss noch die anderen Sachen kaufen. Dann. Oh Mann. Ich muss eigentlich erstmal vorlehnen, jetzt hier noch weiter das mit dem Dingens machen. Da brauche ich aber auch eine Menge. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das bauen kann. Das wäre nämlich ein Riesenprojekt eigentlich. So. Ich gehe erstmal ins Haus. Kann ich das dann noch setzen? Ich hoffe es mal. So.
Okay, das müsste zu sein, hoffentlich jetzt. Oder fehlt hier noch irgendwo was? Ne, das war zu. Bisschen sehr dunkel, das Haus, muss ich zugeben. Hier fehlen auch noch die Fenster. Da muss ich auch nochmal gucken, dass ich das irgendwie fertig kriege. Sehr dunkles Haus, muss ich zugeben. Ich frage mich, warum das so dunkel ist. Ist das irgendwie Lichteffekt oder so? Oder ist das in den Fenstern zu doof? Ich weiß es nicht genau. So, jetzt reicht das Haus im Endeffekt wieder ab hier. So. Ich hätte mir das so schön überlegt noch. Passt leider nicht. Okay, das muss jetzt hier raus. Das muss alles weg. Und das muss jetzt hier da dran. Zack und zack. Schon besser. Und dann haben wir das hier auch noch raus. Zack, zack, zack. Alles mitnehmen. Irgendwie fehlen ja noch ein paar Dinger. Hatte ich nicht 20 davon? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So. Zack, zack, zack. Das kommt weg. Das kommt wieder hin. Ja, irgendwie fehlen zwei Dinger, ne? Ne, es fehlen drei Dinger. Nanu, ist das hier weggeglitscht irgendwo? Merkwürdig. Finde ich nicht. Egal. So. Obwohl, kann sein, dass ich es, weil ich den Boden gesetzt habe. Kann das sein, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, sind 5 jeweils und nicht 4. Okay. Dann müssten es aber trotzdem 4 Dinger sein, eigentlich. Ganz merkwürdig. 10 brauchte ich jetzt noch, ne? Dann hätte ich das komplett hier, ja. Dann hole ich auch gleich noch den Gehweg mit. Dann ist es auch fertig. Und da muss ich gleich mal gucken, was ich da noch brauche eigentlich an Möbeln. Die Häuser, ich weiß nicht, warum das so dunkel ist, das Haus. Hallo? Ich habe das Gefühl, die Lampen sind irgendwie total Banane. So. Du hast schon den Kochlöffel in der Hand hier, Emilia. Ich sehe das doch. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die Fenster herkriege. Hier muss ich zugeben. Das kommt hier hin. Brauchte jetzt nochmal das Holz, Alisa. Und zwar das Naturholz hier, genau. 10 Stück sollten reichen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken bei den Handwerkssachen. Hier konnte ich denn noch Fenster bauen? Vampirbox. Ach du meine Güte, was gibt's denn hier alles? Filmplakat? Was? Ne, Farmplakat. Planken, natürlicher Baum, Fischgestell, grobe Holzzaun, Ranchfenster. Ranchfenster, ist das richtig? 4x Bauholz, glattes Bauholz, eine Glasscheibe und ein billiger Lack. Das muss ich alles in der Schnitzstation machen. Schwarzer Laufstall, was zum Geier? Muss ich mir eben angucken. Was brauche ich jetzt? Glasscheiben, billiger Lack, glattes Bauholz. Glattes Bauholz habe ich zu Hause, glaube ich, ne? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo waren das jetzt nochmal da? Nein, du sollst hier bleiben. 4x Bauholz und dann glattes Bauholz und Glasscheibe und billiger Lack. Glasscheibe und billiger Lack. Glasscheibe und billiger Lack. Muss ich mal ausprobieren. Mach's gut, Alisa. Schnitzstation habe ich zu Hause, glaube ich. Das muss ich gerade mal gucken. Das interessiert mich gerade noch. Glattes Bauholz müsste ich eigentlich zu Hause haben. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich nicht. Glattes Bauholz. Yay, 29 Schnitzstationen. Bauen, schnitzen. Hier. Okay, das heißt Glasscheibe. Billiger Lack. Dann muss ich noch das Bauholz und das das glatte Holz da noch hinlegen. So und so.
Das ist ein normales Doppelfenster. Das ist aber nicht das, was ich suche. Wo habe ich denn diese einfachen Fenster hergekriegt? Ich glaube, ich habe die gekauft, ne? Das muss ich, lasse das Material da mal liegen. Ich gucke hier mal gerade nach. Aber ob ich die Sachen finde, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.